Ja, nach dem Spiel ist wie immer vor meiner Couch-Analyse und sei ehrlich, wer von euch hat den Fernseher schon ausgemacht? Hör mal, wer von euch hat den Elfmeter noch mitgekriegt und wer nicht? Also, ich habe es zu Ende geguckt, aber ehrlich gesagt, war ich gerade schon dabei aufzustehen, hör mal, als uns Mavropanos, ich weiß nicht, sich doch mal entschlossen hat, das Bochumer Trikot anzuziehen. Also, unfassbar, was wir da gesehen haben. Mein Fazit vorweg, also selbstverständlich der unverdienteste Punkt der Saison. Ich kann mich auch wirklich lange nicht daran erinnern, wann überhaupt jemals ein Punkt derartig unverdient geholt wurde. Aber wer sich dann auch am Ende des Tages so dämlich wie der VfB anstellt, tut mir leid, ja, der hat es am Ende auch einfach nicht anders verdient, ja, denn die haben ja reihenweise Chancen ausgelassen und so ist dann der Fußball 3 Euro ins Phrasenschwein, so ist entsprechend auch mein Titel. Ja, wer seine Chancen nicht nutzt, der braucht sich am Ende selbst nicht zu wundern. Ein Blick auf die Spieldaten, ihr seht es also, die Spieldaten spiegeln es entsprechend auch so wider. Ja, von uns heute über 90 Minuten gesehen, war das einfach in Summe vor allen Dingen nach vorne hin viel zu wenig. Da lief ja kaum was zusammen und es spiegelt sich ja auch ein bisschen wider. Kurz und knapp von meiner Seite aus das Spiel. Wie habe ich es gesehen? Erste Halbzeit grundsätzlich intensiv geführt vor beiden, die Partie mit vereinzelten Abschlüssen auf beiden Seiten, allerdings ohne so wirklich größere Höhepunkte. Ja, das Unentschieden ging soweit in Ordnung. Ich finde, wir haben gar nicht mal schlecht begonnen, waren präsent, waren wach in den Zweikämpfen. Ja, anders als bei anderen Auswärtsspielen, wo wir der Musik immer hinterhergelaufen sind, hatten durchaus auch erste Chancen durch Holtmann, ja, Stuttgart kam entsprechend auch mal wieder. Ansonsten gab es relativ viel Geplänkel in der ersten Halbzeit. Spielunterbrechung folgte auf Spielunterbrechung, wenig Spielfluss, ne? Und so plätscherte das Ganze so ein bisschen in der ersten Halbzeit vor sich hin. Zweite Halbzeit dann, auf jeden Fall kam der VfB Stuttgart besser aus der Kabine heraus, war irgendwie deutlich mehr gewillt, jetzt nach vorne was zu machen. Es musste natürlich von ihnen auch mehr kommen, haben versucht, entsprechend den Druck aufzubauen, ja. Das Eigentor, beziehungsweise das Gegentor, ja, mega unglücklich. Da kannst du Amel Bella-Kotschap keinen wirklichen Vorwurf machen. Das ist einfach Pech und so, ja, dass dir der Ball dann quasi so ins Tor abprallt. Aber der VfB ging entsprechend verdient in Führung. Das hatte sich so leicht aufgebaut, würde ich schon sagen, die Minuten zuvor. Und auch in der Folge blieb der VfB das bessere Team in der zweiten Halbzeit. Von uns nach vorne hin kam nahezu gar nichts. Das war alles Stückwerk irgendwie, ja. Keine richtigen Aktionen, die wir uns dort erspielen konnten. Viel zu wenig. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Riemann hielt ein ums andere Mal stark. Also die Stuttgarter hatten, wie gesagt, die Chancen auf das 2 zu 0. Ja, also zweimal gefühlt, glaube ich, läuft der Stuttgarter Mangala, glaube ich, oder? Aus 5 Metern auf Riemann zu und kann das Ding nicht versenken. Wir dann, wie ich schon sage, Asano hatte mal einen Torschuss. Polter natürlich mit dem etwas mit dem Kopfball an die Latte. Und am Ende dann entsprechend, als das Spiel eigentlich schon gelaufen schien, ja, entschied sich, ich schon sage, Mavropanos hier nochmal die Trikots zu wechseln. Vielen Dank, ja. Aber es ist wirklich auf der einen Seite natürlich für uns maximal glücklich, das Spielende, und auf der anderen Seite aus Stuttgarter Sicht, ja, brutal. Das ist natürlich richtig brutal. Das ist bitter. Und man muss echt sagen, also wenn du so ein Spiel nicht nach Hause schaukeln kannst, ja, welches denn dann eigentlich noch? Und das sind natürlich so Spiele einerseits auf Stuttgarter Seiten, die dir jetzt so einen richtigen psychologischen Knacks eigentlich verpassen können. Und auf unserer Seite wiederum, ja, mein Gott, für uns natürlich wiederum, wenn du solche Spiele nicht verlierst, ja, dann wirst du wahrscheinlich unten auch mit reinrutschen in die Saison. Ja, das zum Spiel. Wie gesagt, kommen wir zu den Spielernoten. Wie gesagt, glücklicher Punkt, aber der ein oder andere entkommt mir heute hier nicht, ja. Das werdet ihr jetzt direkt sehen. Ich habe selbstverständlich die Defensive, kommt bei mir erheblich besser heute weg als die Offensive. Ihr seht es gerade, also vorne im Prinzip nahezu für mich fast ein Totalausfall reihte sich an den nächsten. Lucadia völlig abgemeldet. Er hatte, glaube ich, gar keine einzige vernünftige Aktion. Natürlich aber auch keinerlei Unterstützung, keinerlei Bälle vorne gekriegt. Ne? Daran hat es auch gehabt. Ein Stürmer braucht natürlich auch Bälle, ja. Die hat er heute einfach nicht gekriegt. Anfi Ajay bemüht, aber da ist
völlig abgemeldet auf der Seite. Sosa hatte ihn da komplett im Griff, ja. Man hat auch regelrecht immer häufig gesehen, wenn die Kamera auf Antwi Ajay irgendwie dann mal eine Aufnahme zeigte, wie teilweise selber entnervt er und frustriert er schon gewesen ist. Ja, das war gar nichts heute. Auf der anderen Seite, Holtmann hatte hier und da nochmal ein, zwei Durchbrüche, hat mal irgendwie eine Hereingabe probiert, aber in Summe auch zu wenig. Aber natürlich letzte Woche in absoluter Galaform, heute war das entsprechend nichts. Und wie gesagt, die defensive Stärke, Amabella Kotschap mit dem Eigentor, ich fand ihn aber grundsätzlich trotzdem nicht so schlecht. Er hatte einige gute Aktionen gehabt, deswegen habe ich ihn jetzt noch trotz des Eigentors passabel hier wegkommen lassen, weil ich finde, er hat ein grundsätzlich gutes Spiel gemacht und generell auch in der Defensive. Ja, Manuel Riemann heute mit ein, zwei auf jeden Fall Reflexen oder Paraden, Blocks, die uns hier definitiv vor dem 0:2 gesichert haben. Deswegen finde ich auch mit der beste Mann heute. Und das sind meine Spielernoten, das ist meine Sicht auf das Spiel. Hier sind nochmal die Wechsel angezeigt, die Spieler, die reingekommen sind, da seht ihr auch nochmal die Noten. Hier entsprechend natürlich Eduard Löwen hat Verantwortung übernommen, ist entsprechend reingekommen, hat den Elfmeter reingeknallt, deswegen kommt er natürlich auch gut weg. Sebastian Poltermann, der des Tages köpft einmal, wie ich schon gerade sagte, an die Latte, dann holt er da den Elfmeter raus, also das ist auch sehr ordentlich gewesen. Vielleicht hätte ich ihn so etwas besser bewerten sollen aufgrund dieser Aktion, als es jetzt hier noch eingeblendet ist. Wie gesagt, das sind meine Noten, das ist meine Sicht aufs Spiel. Wie habt ihr es gesehen, um Gottes Willen? Schreibt es einfach unten und dann diskutieren wir wie gewohnt. Kommen wir zum Trainer. Die Aufstellung beim Trainer heute. Also, fast so wie von mir prognostiziert. Ich hatte es ja gesagt oder mir gedacht, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Pantovic starten wird und auch, dass vorne Antwi Ajay oder Asano entsprechend eben starten könnten. Ich habe mich da für Asano entschieden. Der Trainer hat Antwi Ajay, hat Jimmy drin gelassen, aber ich habe es ja auch im Vorfeld gesagt, das hätte man genauso gut machen können. Wechseltechnisch heute 4 Wechsel, relativ früh, ja, für Thomas Reis. In der 50. Minute, glaube ich, kam entsprechend Asano für Gerrit Holtmann, ja, und dann hatten wir einen Dreifachwechsel, jeweils positionstreu in der 62. Minute, um natürlich mal ein bisschen frische Kräfte zu bringen. Ja, in Summe, wie gesagt, Eduard Löwen, wie gerade gesagt, nimmt über die Verantwortung Polter mit ein, zwei guten Aktionen, aber in Summe kam trotzdem auch relativ viel zu wenig da heute. Im Endeffekt wechselt Thomas Reis einmal mehr so ein Stück weit einen Matchwinner ein, also auch hier wieder ein goldenes Händchen, alles soweit richtig gemacht, mit dem Punkt können wir entsprechend sehr gut leben. Kommen wir abschließend zu meinem Ausblick. Wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem Punkt können wir sehr gut leben. Also das ist auf jeden Fall für uns auswärts absolut in Ordnung. Wir haben Stuttgart auf Distanz gehalten. Ja, ihr seht hier gerade die Tabelle hier eingeblendet. Ich habe noch nicht mal mehr unten den Tabellenkeller hier eingeblendet, weil der Abstand momentan auf den Relegationsplatz beträgt 7 Punkte. Auf Stuttgart eben 10 Punkte. Das ist eine hervorragende Ausgangslage und lässt uns auf jeden Fall ruhig schlafen. Der Punkteschnitt hier eingeblendet, wie ihr seht, wenn wir weiterhin so konstant punkten, landen wir bei 43 Punkten am Saisonende. Und damit würden wir circa die Saison auch da beenden, wo wir in etwa jetzt stehen. Ja. Und ansonsten, Ausblick, wir spielen jetzt also, jetzt kommen die Heimspielwochen, ne, würde ich sagen. Jetzt spielen wir ja zu Hause gegen Leipzig, dann im Pokal zu Hause gegen Freiburg und zu Hause gegen Fürth. Also hier können wir mit Pokal und Bundesliga, würde ich schon mal sagen, Riesenschritte machen in den nächsten 3 Heimspielen. Wenn wir dort entsprechend vielleicht 2 Siege oder so holen, dann könnte es in beiden Wettbewerben für uns schon ziemlich gut aussehen. Ja, das ist meine Couch-Analyse nach diesem Spiel. Genießt das Wochenende, genießt diesen völlig unverdienten Punkt. Aber wer fragt morgen danach noch? Wer fragt danach? Niemand, deswegen, wen interessiert es? Wir haben den Punkt geholt. Und wir sehen uns entsprechend dann wieder zum Warm-up gegen RB Leipzig unter der Woche. Also bis dahin, das war's von meiner Seite aus. Tschüss!